Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Hier ist Oliver 3901. Ich begrüße euch zurück zum sechsten Part dieses Let's Plays. Mein Gott, da denkt man in seinem Kopf schon durch, welche Partnummer man ist. Und dann bringt man vollkommen die Zahlen seines eigenen Namens durcheinander. Das ist schlecht. So, ein bisschen Health. Hey, kann ich brauchen, nehme ich mit. So, haben zwar bloß 1 HP gebraucht oder so, aber hey, kann ja nicht schaden. Das ist 1 HP, der mir im nächsten Kampf möglicherweise den Arsch retten könnte. Auch wenn es bisher noch nicht wirklich eng wurde mit den Kämpfen. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Bad Request. Unserem größten Fan, wie wir im letzten Part mitgekriegt haben. Und deswegen mal gucken. Die Polizei scheint immer noch auf unsere... Also hinter uns her zu sein. Aber... die gucken so selten nach oben, von daher... denke ich, ist das nicht so das Problem. Die Graffitis überall, ey. Schon cool. So. Malt denn hier überall diese Graffitis hin? Egal. So, immer noch ein bisschen Ausschau halten nach irgendwelchen Sammelgegenständen, ne? Kennt mich ja. Und jumpen. Wow. Kurzer Frame-Einbruch. Und ja, hier müssen wir wieder aufpassen. Der Roboter, der jagt wieder alles unter Strom. Die Sau. Aber auch das haben wir gechillt hingekriegt. You're almost at the Rotunda, and Saber Force has lost your trail. Well done. Na, bin ich nicht gut? Geschlossen, geschlossen, öffnet auch 10.30 Uhr. Da macht ja alles erst 10.30 Uhr auf, ey. Was ist das hier für einer? Equality, Fraternity. Do you remember those promises? Ist das so ein Errorist? Der versucht, Leute aufzugreifen. So. Okay. Nur wieder einer, der mit einer... hier unterschreiben Sie mal Liste. Das wird die Welt retten. Wenn zu allem Petitionen sind. Haben wir schon mal erklärt. Gut. Hinten ist auch nichts mehr. Ich sehe mich immer noch so gerne um. Hier kann man noch was kaufen. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's auch das Curry. Gedöns. Camembert. Irgendwas mit Camembert. Und den Rest Terrine de Grill. Terrine ist doch irgendeine Suppe, ne? Keine Ahnung. Aber ganz schön teuer für eine Suppe. Also ich weiß nicht, ob die Preise hier wirklich teuer sind, aber ich schätze mal schon. So, Toiletten und St. Michael Root. Rotunde. Root. Vielleicht spricht man das anders aus. Keine Ahnung. Vielleicht muss man das Französisch aussprechen. Rotunde. So. Herzlich willkommen in diesem Gebäude, was echt schick aussieht. Echt hübsch. Wirklich. Big Charlie and his grand schemes. Always striving for utopia, but creating hell on the way. That damn Sensen network was his first stab, and look how that's turned out. He's the boss of Memorize. No, he's the star genius. The capricious talent that gets to tinker away in his ivory tower. Memorize CEO is his wife, Scylla Cartier-Wells. One name, two heads, a thousand reasons to bite your fingernails. Hm. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen Hinweis. Wo noch ein Setpatch ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, den zu finden ist nicht so schwer. Denn da liegt er schon. Also, noch halten sich die Verstecke echt in Grenzen. Da brauche ich fast schon keinen Hinweis für. Aber hat auch was Nettes. Ich meine, das erklärt zumindest, warum die Dinger da rumliegen. Ein bisschen zumindest. Conceived by Charles Cartier Wells. Remember, long live la commune. Oh, Werbung. Dass die immer noch Werbung für ein Produkt machen, was eigentlich sich schon lange durchgesetzt hat, ne, ist auch ziemlich doof. Gut, na dann mal auf zum Bad Request, der müsste hier nämlich gleich auf uns warten irgendwo. Auf jeden Fall sehen wir uns noch ein bisschen um. Ist nämlich ganz schick hier. 30% Rabatt. Muss shoppen. Muss shoppen. Muss shoppen. Muss kann ich shoppen. Fahrstuhl inaktiv. Verdammt. Räumungsverkauf. Ah, da, hier gibt's Statuen. Sie verkaufen Statuen. Jetzt aber was essen. Ich hab Hunger. Oh, die Kamera hat sich, glaube ich, schon Richtung Ziel ausgerichtet und mir war das mal wieder scheißegal.
Ach, guck mal, da vorne ist auch der Bad Request. Ziel erreicht. Dann kann ich ja wieder gehen. Nilan the Hunter, I'm your biggest fan. Thanks. I've already scouted a route. It's not the first time I've been shopping in the land of the rich. I'm looking for the architect's offices. Everything's in here. An hour ago, I memorized the ideal path to avoid the surveillance drones. You just need to take it. It's an incredible honor to get opened up by the best. Like having your autograph. Na dann, Erinnerung rauben mit B. You done? Did you get everything? Yes. Follow my past. A trail of remembrance with everything you'll need to get past the drones through the Comfortress, all the way to Kaori Sheridan. I've sprinkled the route with memo boys, anchored just so. They'll tell you when to activate my remembrance. And I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. Remember you soon. He's my biggest fan. Ja, okay. Eine virtuelle Projektion, das klingt ja interessant. Mal schauen, ob seine Informationen so hilfreich sind. Aktivieren Sie sie mit B. Na dann mal los. Hello, Nilan. If everything went to plan, you were talking to me a few minutes ago, and you've now got access to this remembrance. Repeat what I do, and you'll be able to work your way through to your target. You better be ready, because here we go. Von das jetzt? Verdammt, konnte ich jetzt nicht lesen. Krieg ich das normal? Weiß er. Wird schon stimmen. Your sensen will overlay the space around you with the memories I have of this area. Using your glove, you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. Okay, mit dem linken Trigger synchronisieren, um Informationen zu... Wird B gepressen! Oh, ihr seid aber bescheuert. Okay. Okay, da ist es auch ein cooles Feature. Wollte hier nochmal ganz kurz zurücklaufen, um nochmal hinzulaufen. Einfach nur mal so. Gut, öffnen. Das war einfach. Hey, Cache for Memory. Kennen wir den Ort? Nein. Gut. Hab mir schon Gedanken gemacht. Wie wär's? Ich brauche ein bisschen Geld. Ich würde auch mal gerne mal einkaufen gehen. Kann ich nicht. Verdammt. Oh, verdammt, Bullen. Ja. Wäre ich mal einfach hochgelaufen. Ach, fuck. Das hat's. Ah, fuck. Doppeltes Fuck. Was? Die blaue Anzeige ist ihre Fokusanzeige. Hä? Okay. Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Okay, das ist ja mal merkwürdig. Gut, weiter. Wenn Sie Gegner überlasten, erhalten Sie einen Fokusbonus. Verwenden Sie... Oh Gott, Mann. Die Verwendung einer S-Impression verbraucht einen Fokusbalken. Eine S-Impression? Jetzt hör mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Kann ich beide überlasten? Was bringt mir Fokus? Was bringt mir Fokus? Frage ich mir echt gerade so ein bisschen. Warnung, außer Betrieb. Okay. Jetzt, ganz ehrlich, könnte ich Hilfe brauchen. Ganz ehrlich. Ist hier irgendwo ein Ding in der Nähe? Scheiße. Weil die Aktion jetzt gerade war mal richtig schlecht von mir. Tut mir leid. Ist so, habe ich nicht gesehen. Lief scheiße.
So, hier haben wir eine Szene zum Remengsen, was ein seltsames Wort. Gucken wir mal rein. Hey, I'm back. Ready to play Follow the Leader? Ach ja, muss ich ja wieder synchronisieren, Mann. Was rusted through. Okay, so I've been eating too many foodles. You'll have to figure out another way up here. Immer mich schieben, immer mich schieben. Also kann ich das Objekt jetzt hier nicht benutzen oder was? Ah, ich kann die Tür öffnen. Zumindest das kann ich. Gut, na dann. Okay, ich sehe schon. Die Roboter drum. Die mag es nicht, wenn man sich da dran hängt, glaube ich. Warte mal, jetzt bin ich neugierig. Okay, gut, ich kann nicht nach oben. Nach unten. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich in diesen Raum reinkomme, wo die Drohnen herkommen und da vielleicht was versteckt ist. Vielleicht kann man das auch, aber ich habe es gerade nicht hingekriegt. Ich war dazu jetzt eindeutig zu schlecht. Aber gut. So, hier ist noch was versteckt. Und zwar... Ja, wo denn? Ah, auf diesem gelben Teil. Oh, verdammt, Wanted. Ah, Roboter-Drohnen. Great. Ja, ein bisschen. Stimmt. Aber dafür haben wir ja hoffentlich die Hilfe von diesem Typen. Ah, das wird uns hoffentlich helfen. When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. Stay clear of their detection cones and you got nothing to worry about. Problem is seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sensen, so each time you activate my remembrance, you'll be able to see them through my memory. Bitte was? Ach du heilige Scheiße. Okay, also ich muss jetzt die Erinnerung nochmal zurücksetzen. Be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. Stay clear of their detection cones and you got nothing to worry about. Problem is seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sensen. Ja, danke. Ich hab's versaut. Ich Idiot. Warte mal, jetzt will ich aber erstmal was anderes ausprobieren. Okay, gut. Ich dachte, ich kann hier auch drumrum klettern, um dann vielleicht zu diesem gelben Bereich zu kommen. Nee, nix war. Gut, erste Tod. They don't ask questions first, if you see what I mean. Stay clear of their detection cones and you got nothing to worry about. Problem is seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sensen, so each time you activate my remembrance, you'll be able to see them through my memory. Okay, das ist eine coole Idee. Ich frage mich halt nur gerade, wie würde man sowas synchronisieren? Weil im Grunde... Ich glaube, das wäre ziemlich schlecht mit Erinnerung zu synchronisieren. Es sei denn, es ist wirklich immer dasselbe Feld. Okay, wir nehmen erstmal den SAT-Patch mit. Wofür steht das SAT-Patch eigentlich? Oh, guck mal, der macht Sport. Ich frage mich, wie lange er durchhält. Na, wirst du schon müde? Na gut. Ich glaube ihm, dass er viel Ausdauer hat. Remix, Erinnerung. Oh, verdammt, der klettert hoch. Just a little jump to the finish line. Oh, okay. God damn it! That was not how to do it.
Ich wette, wenn wir jetzt da drauf springen, springt das Fenster. Das wette ich. Aber das werden wir nicht in diesem Part rausfinden. Also, bis zum nächsten. Tschüss.